Hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Dieses Video ist ganz besonders. Es ist für die Naschkatzen. Eine Naschkatze ist jemand, der gerne Süßigkeiten isst. Es gibt auch das Verb naschen. Ich nasche gerne. Und du? Ich lebe in Österreich und habe die Möglichkeit, die leckersten Mehlspeisen der Welt hier zu genießen. Hast du gewusst, dass Österreichs Mehlspeiskultur zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde? Wie toll ist das denn? Weißt du eigentlich, was das Wort Mehlspeise bedeutet? Das ist eine Süßspeise oder eine Nachspeise. Oder ein Dessert. Die Mehlspeise, die Süßspeise, die Nachspeise, das Dessert. Heute werde ich 8 Mehlspeisen kosten und ich nehme dich mit. Die Sachertorte ist eine der bekanntesten Torten der Welt. Sie wurde 1832 in der Hofküche kreiert. Was bedeutet eigentlich die Hofküche? Unter dem Hof hat man früher den Sitz eines Herrschers verstanden. Zum Beispiel der kaiserliche Hof war der Sitz eines Kaisers. Das Personal der Hofküche hat für den Hof des Kaisers gekocht. Der Erfinder der Sachertorte war der 16-jährige Lehrling Franz Sacher. Später hat sein Sohn Eduard Sacher die Torte verfeinert. Die Sachertorte wird aus der sogenannten Sachermasse gemacht. Mehl, Butter, Eier, Zucker und Schokolade. Sie wird mit Marillenmarmelade gefüllt und mit einer Schokoladenglasur überzogen. Die Torte wird gerne zusammen mit Schlagober serviert. Hier haben wir 2 österreichische Vokabeln. Die Marille und das Schlagobers. Die Marille bedeutet die Aprikose und das Schlagobers bedeutet die Schlagsahne. Diese Süßspeise wurde im Jahr 1854 zum ersten Mal zubereitet. Damals wurde sie der österreichischen Kaiserin Elisabeth serviert. Beim Anrichten der Süßspeise ist etwas passiert. Sie wurde aus Versehen zerrissen. Aber heutzutage macht man dies mit Absicht, denn die zerrissene Form dieser Süßspeise gehört zu ihrem besonderen Merkmal. Der Kaiserschmarrn wird ähnlich dem Pfannkuchen zubereitet. Ein süßer Teig wird aus Mehl, Milch, Zucker und Eiern gemacht und in einer ofenfesten Pfanne gebacken, bis der Teig goldbraun wird. Danach wird der Teig in Stücke gerissen. Am besten macht man das mit 2 Gabeln. So zerdrückt man den Teig nicht und er bleibt schön luftig und fluffig. Der Kaiserschmarrn wird traditionell mit Zwetschgenröster serviert. Apfelmus oder Preiselbeeren sind auch üblich. Zwetschgenröster ist hier eine klassische Beilage zu Nachspeisen. Er wird aus Zwetschgen, Zucker, Zitronensaft, Zimt und Gewürznelken gekocht. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Wer kennt den Apfelstrudel nicht? Diese Nachspeise ist weltweit bekannt und das auch zu Recht. Der Apfelstrudel ist einfach köstlich, besonders wenn er gut zubereitet ist. Die Nachspeise besteht aus einer Apfelfüllung in einem Teigmantel. Das heißt, der Teig umhüllt die Äpfel. Die Äpfel werden zuerst geschnitten und dann auf den Teig ausgelegt. Manchmal fügt man Rosinen und Nüsse hinzu. Das Ganze wird mit Zimt und Zucker bestreut und dann eingerollt. Den Strudel macht man in der Regel aus dem Blätterteig, aber auch andere Teigarten, zum Beispiel der Topfenteig, sind auch üblich. Der Apfelstrudel wird warm mit Vanillesoße und Schlagober serviert. Das ist ein Klassiker. Mir persönlich gefällt es, wenn die Soße separat gereicht wird. So bleibt der Teig schön knusprig.
In manchen Lokalen wird der Apfelstrudel in der Soße serviert. Ich bin kein Fan davon, weil der Teig dann einfach matschig wird. Matschig bedeutet weich und schmierig. In Österreich gibt es Knödel aller Arten mit salzigen und süßen Füllungen. Heute koste ich süße Knödel. Der Knödel ist eine Kugel aus dem Topfenteig, gefüllt mit verschiedenen Früchten oder zum Beispiel Nougat. Es gibt auch Knödel aus dem Kartoffelteig, aber diese habe ich noch nie probiert. Zuerst kocht man die Knödel. Danach werden die heißen Knödel in Butterbröseln gewälzt und mit Staubzucker bestreut. Ganz klassisch sind Marillenknödel, Erdbeer, Topfen, Zwetschgen und Nougatknödel. Heute habe ich Zwetschgenknödel bestellt. Sie wurden mit Zwetschgenröster und Schlagober serviert. Ich bin gespannt, wie sie schmecken. Das sieht schon mal gut aus. So, ich nehme gleich noch ein Stückchen. Ist einfach krass. Einfach köstlich. Ich kann nicht genug davon bekommen. Der Germknödel ist eher eine Hauptspeise, weil er einfach riesig ist. Diese Süßspeise ist vor allem in Skihütten beliebt. Was kann im Winter nach dem Sport besser sein als ein warmer Germknödel? Der Germknödel hat die Form einer Halbkugel. Er wird aus Germteig mit einer Porwedel-Füllung gemacht. Der Germteig ist ein Hefeteig. Der Porwedel ist ein österreichischer Begriff für Zwetschgenmus oder Pflaumenmus. Der Germknödel wird mit Mohn und Staubzucker bestreut und mit zerlassener Butter warm serviert. Vanillesoße statt Butter ist auch üblich. Wenn jemand zunehmen will, sollte er oder sie Germknödel essen. Die Kardinalschnitte ist ein Klassiker unter den Wiener Nachspeisen. Sie wurde 1933 von Ludwig Heiner erfunden. Ludwig Heiner war ein österreichischer Konditor. Er hat die Mehlspeise anlässlich des Katholikentages und zu Ehren von Kardinal Theodor Iniesta kreiert. Die Farben der Mehlspeise, gelb und weiß, symbolisieren die katholischen Kirchenfarben des Vatikans. Streifen aus weißem Eischnee und gelbem Biskuit werden gebacken, gestürzt, dann mit Marillenmarmelade bestrichen und aufeinander geklappt. Weißt du, was Eischnee ist? Das ist geschlagenes Eiweiß oder Eiklar mit Zucker. Heutzutage ist die Kardinalschnitte nicht nur in Wien bekannt. Sie zählt zu den beliebtesten Nachspeisen weltweit. Sie ist zart, luftig und leicht. Wenn du genauso wie ich auf Schokolade stehst, solltest du diese Nachspeise kosten. Für die Mehlspeise braucht man Schokolade, Butter, Dotter, geriebene Mandeln, Eischnee und Zucker natürlich. Der Kuchen wird mit der heißen Schokoladensoße überzogen und mit Schlagobers warm serviert. Ich liebe dieses Dessert. Es ist so lecker. Früher hatte diese Nachspeise den Namen Mohr im Hemd. Mohr bedeutet Mensch mit dunkler Hautfarbe. Im Hemd bezieht sich auf die weiße Farbe des Schlagobers. Der Ausdruck Mohr ist veraltet und hat eine negative Konnotation. Heutzutage gilt dieser Ausdruck als diskriminierend. Deswegen haben viele Gastronomen diese Nachspeise umbenannt. Jetzt findet man sie unter den Namen Schokohupf mit Schlag. Schlag bedeutet Schlagobers.
Schokomandelsoufflé mit Schokoladensauce, Schokoladenauflauf oder Schokoladenkoch. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, verlinke ich einen Presseartikel in der Videobeschreibung. Dieser Mehlspeisklassiker ist so einfach in der Zubereitung und schmeckt einfach immer. Die Palatschinken wurden zwar nicht in Österreich erfunden, aber sie gelten hier als klassisches Dessert. Man kennt die Palatschinken auch in anderen Ländern, nur unter anderen Namen. Pfannkuchen in Deutschland, Crêpe in Frankreich, Pancakes in England. Sie unterscheiden sich nach Dicke und Größe. Die Palatschinken werden aus Milch, Mehl, Eiern und einem Schuss Mineralwasser zubereitet. Sie werden in der Pfanne mit zerlassener Butter ausgebacken. In Österreich sind Marillenpalatschinken traditionell. Die fertige Palatschinke wird mit Marillenmarmelade bestrichen, eingerollt und mit Staubzucker bestäubt. Aber man kann sie auch in anderen Ausführungen essen, zum Beispiel mit einer Schokoladensauce oder mit einer Schoko-Haselnuss-Creme. Oft kommt auch Vanilleeis dazu. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das waren 8 österreichische Nachspeisen. Natürlich gibt es viel, viel mehr. Ich habe es wirklich genossen, dieses Video zu drehen. Hoffentlich hat es dir auch gefallen. Was ist deine Lieblingsnachspeise? Schreib es in die Kommentare. Wir sehen uns sehr bald. Mach's gut. Tschüss.